machen die zwei natürlich im Schlaf. Normalerweise. Melnikova beginnt. Sie und auch Nagorny danach turnen am Boden. Sehr konstant das ganze Jahr, was Melnikova am Boden zeigt. Olympia Bronze geholt an diesem Gerät. Achtung, erste Diagonale. Super Technik, die Höhe, ganz gestreckte Körperposition. Auftakt glückt. Kocht das D-Sprung. Umstellen die tänzerischen Elemente. Durchschlagsprung. Kopf im Nacken, nächster Durchschlagsprung. Ideal die Körperposition. Beine parallel gehabt. Im Spagat. Sicher, die dreifach Pirouette im Hochstand. Doppel gebückt, problemlos in Stand gebracht. Spitzenübung von der Melnikova. Ja. Wer den Turnsport liebt, der kann dann nur begeistert sein. Russland gewann 2014 letztmals am Swiss Cup. Nikita Ignatieff auf der Männerseite und Daria Spiridonova. Spiridonova, heute die Ehefrau von Nikita Nagorny, der in Kürze ebenfalls am Boden antreten wird. Während Melnikova schon mal eine super Übung vorgelegt hat. Russische Schule da in einer Spagatsprung-Variante. Zeichnet eigentlich das ganze russische Team sehr aus, dass sie vor allem mit den gymnastischen Elementen den Unterschied machen zu den anderen Ländern. Melnikova beherrscht beides. Sie ist eine super Springerin, aber kann auch überzeugen mit diesen Pirouettenformen in Praxis.